Er ist gekommen, um zu retten. Huub Stevens steht mit Hoffenheim vor seinem Debüt. Und das bei einem seiner Ex-Clubs in Köln. Zeit hatte er wenig, aber was er gesehen hat bisher, gefiel ihm. Ich kann nur sagen, die Einheiten, die was wir durchgeführt haben, haben die Jungs einen guten Eindruck hinterlassen. Sind willig, wollen gerne. Und ja, hat Spaß gemacht. Spaß und Lockerheit vermittelt Stevens schon am ersten Tag. Gute Laune im Team ist für den Holländer eines seiner Credos. Vertrauen zu geben an die Spieler. Und was ich gerade gesagt habe, dass sie auch Spaß an die Sache haben. Ja, und wissen, ja, was gefragt ist. Und natürlich denkt man dann auch an das Taktische, das ist doch ganz klar. Aber für mich ist wichtig, dass die Jungs locker sind. Und konzentriert an die Sache rangehen. Stevens ist in der Rolle des Retters geübt. Vor nicht mal einem halben Jahr bewahrte er Stuttgart das zweite Mal vor dem Abstieg. Was in Hoffenheim bislang alles schiefgelaufen ist, kann und will der Feuerwehrmann noch nicht einschätzen. Ich glaube, da oben sitzt einer, der kann das. Der hat auch Sandale dann. Manchmal. Ich auch, aber das kann ich nicht sehen. So schnell ist es schwierig. Am Montag erst hat er seine neue Mission in Hoffenheim begonnen. Unverkennbar, Huub Stevens ist noch immer ganz der Alte.